Für eine Woche nach Stuttgart. I'm going to Stuttgart for 1 week. Ich werde eine Reservierung für 5 Personen vornehmen. Ich werde eine Reservierung für 5 Personen vornehmen. I'm going to make a reservation for 5 people. Ich werde ein bisschen probieren. Ich werde ein bisschen probieren. I'm going to try a bit. Um wie viel Uhr fahren Sie zum Hotel? Um wie viel Uhr fahren Sie zum Hotel? What time are you going to the hotel? Gehen Sie auf die Toilette. Gehen Sie auf die Toilette. Are you going to the toilet? Ich fahre morgen nicht bei Paul. Ich fahre morgen nicht bei Paul. I'm not going to Paul's house tomorrow. Ich gehe zum Strand. Ich gehe zum Strand. I'm going to the beach. Werden Sie den Wein probieren? Werden Sie den Wein probieren? Are you going to try the wine? Ich werde um 7 Uhr das Frühstück nehmen. Ich werde um 7 Uhr das Frühstück nehmen. I'm going to have breakfast at 7 o'clock. Wie geht's? Oh, wie geht's dir? Oh, wie geht's euch? Oh, wie geht's Ihnen? How are you? Road on the left, and then the third road on the right. Nehmen Sie die 2. Straße links und dann die 3. Straße rechts. Nehmen Sie die 2. Straße links und dann die 3. Straße rechts. The iron doesn't work, and the word for iron is bügeleisen, and it's a neuter word. Das Bügeleisen funktioniert nicht. Das Bügeleisen funktioniert nicht. How would you say, the chemist's is on the left, and the word for chemist's is Apotheke, and it's a feminine word. Die Apotheke ist auf der linken Seite. Die Apotheke ist auf der linken Seite. The key doesn't work.
Der Schlüssel funktioniert nicht. Der Schlüssel funktioniert nicht. I think it's always very good here. Für mich ist es immer sehr gut hier. Für mich ist es immer sehr gut hier. How would you say in German, I would like a bigger car, please? Ich möchte ein größeres Auto, bitte. Ich möchte ein größeres Auto, bitte. My sandwiches are perfect. Meine Sandwiches sind perfekt. Meine Sandwiches sind perfekt. Can I have 2 bags, please? Kann ich 2 Tüten bitte haben? Kann ich 2 Tüten bitte haben? The lunch is perfect. Das Mittagessen ist perfekt. Das Mittagessen ist perfekt. It's good here. Es ist gut hier. Es ist gut hier. Es für 7 Tage? Wie viel kostet es für 7 Tage? How much does it cost for 7 days? Haben Sie einen Startplan? Haben Sie einen Startplan? Do you have a map? Kann ich zum Flughafen fahren? Kann ich zum Flughafen fahren? Can I go to the airport? Ich möchte diesen Gürtel in dunkelgrau. Ich möchte diesen Gürtel in dunkelgrau. I would like this belt in dark grey. Es ist immer fantastisch hier. Es ist immer fantastisch hier. It is always fantastic here. Es kostet 51 Euro. Es kostet 51 Euro. It costs 51 euros. Wo ist die Universität? Wo ist die Universität?
Where is the university? Nehmen Sie die Ausfahrt nach Berlin und dann fahren Sie geradeaus. Nehmen Sie die Ausfahrt nach Berlin und dann fahren Sie geradeaus. Take the exit towards Berlin and then go straight on. Ich möchte morgen in die Bäckerei gehen. Ich möchte morgen in die Bäckerei gehen. I would like to go to the bakery tomorrow. Kann ich ein Zimmer für heute Abend bitte haben? Kann ich ein Zimmer für heute Abend bitte haben? Can I have a room for tonight, please? Oh, wie geht's dir? Oh, wie geht's euch? Oh, wie geht's Ihnen? Which means, how are you? And the answer, es geht mir gut, danke. Which means, I'm doing well, thank you. But what about if you want to ask how he is or how she is? Well, you can still use the wie geht's part, but then you add an extra word to the end. Wie geht's ihm? Wie geht's ihm? Means how is he? Wie geht's ihm? Literally it means how is it going to him? Because the word ihm means to him. Wie geht's ihr? Wie geht's ihr? Means how is she? Because the ihr means to her. So literally wie geht's ihr? Means how is it going to her. So wie geht's you can change in many ways. You can put dir, euch, ihnen to mean you on the end, or ihm to mean him and ihr to mean her. There is actually more than one way to ask how are you in German. Here are a few different ways to ask how somebody is. What you should do is pick your favorite and then install it as a motor by saying it over and over again and again. So we know wie geht's or wie geht's dir or euch or ihnen means how are you. Well, this next phrase, wie läuft's means how are you doing. It's a little more informal than wie geht's and so it's a nice one to use with friends. Wie läuft's. And again, you can add to the end of wie läuft's the same words that you can add to wie geht's. So you can say, wie läuft's dir? Means how are you doing when you're talking to a friend. Wie läuft's euch? Is used to mean how are you doing when you're talking to a group of friends. Or if you want to be a little more polite, you can say, wie läuft's ihnen? Wie läuft's ihnen? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Means what's new. Literally it means, what is there that's new? Was gibt's Neues? And so that's a nice way to ask somebody how they are. Was gibt's Neues? Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Means, is everything alright? Ist alles in Ordnung? The word Ordnung means sort of order. And so it means, is everything in order? Ist alles in Ordnung? Wie ist es so? Wie ist es so? Means, how's things? Wie ist es so? Was geht? Or was geht ab? Means what's going on or what's up. Was geht ab? Literally it means what is going on. Was geht ab? The little word ab is optional, so you can just say was geht? So those are some different ways to ask somebody how they are. Well, here are some ways to answer the questions. So we've already said that you can just say gut, gut, which means fine, gut. But you can also say es geht mir gut, es geht mir gut, meaning I'm well, or literally it goes to me well, es geht mir gut. You could add a little more and say es geht mir sehr gut, es geht mir sehr gut, meaning I'm very well, es geht mir sehr gut. If you're not doing so well, you could say
Es geht mir nicht so gut. Es geht mir nicht so gut. Meaning, I'm not doing so well. Or using the läuft word, you could say, es läuft sehr gut bei mir. Es läuft sehr gut bei mir. Which is another way of saying I'm doing well. Es läuft sehr gut bei mir. The word alles, we learnt a very long time ago, it means everything. And so you could say, alles geht gut. Alles geht gut, which means everything is fine, or literally, everything is going well. Alles geht gut. Es geht, can be used to mean not bad. Literally, it just means it goes, es geht. Nicht so gut means not so well. Nicht so gut. Schlecht, schlecht, we've already seen, means bad or badly. Schlecht. And you could use that with the phrase es geht mir, and you can say es geht mir schlecht. Es geht mir schlecht, meaning I'm doing badly. Es geht mir schlecht. Sehen. Auf Wiedersehen means goodbye. Auf Wiedersehen, literally wieder means again, and sehen means to see, and so it's similar to seeing someone again. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss means bye. Tschüss. Bis bald. Bis bald means see you soon. Bis bald. We'll look at the word bis in a bit more detail in a moment. Auf Wiedersehen means goodbye, as in until we see each other again. This next one, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, you can say on the phone, because hören means to hear, and so it means until we hear each other again. So it's sort of like the English phrase, speak to you soon. Auf Wiederhören. So the word bis in bis bald means until, and you can place it in front of any time expression in German to mean see you whenever. So let's look at a few examples of phrases that we can use with bis. Bis später. Bis später means see you later, literally until later. Bis später. Bis Montag. Bis Montag means see you on Monday. Bis Montag, you can put any day of the week there and say see you on whenever. Bis Montag. Bis heute Abend. Bis heute Abend means see you tonight. Bis heute Abend. Bis morgen. Bis morgen means see you tomorrow. Bis morgen. This one's a little bit longer. Bis zum nächstes Mal. Bis zum nächstes Mal means see you next time. Bis zum nächstes Mal. Bis gleich. Bis gleich. Gleich means shortly. Bis gleich. Well, literally, the word gleich means same. And so it means I'll see you in the same day or see you in the same hour. Bis gleich. And so it means see you very shortly. Bis die Tage. Bis die Tage means see you in a few days. So the word bis means until. And you can place any time expression after the word bis to say when you're going to see somebody again, and it means see you whenever. So, bis später, see you later. Fahren Sie, are you going on foot? Gehen Sie, are you going, as in, are you going to do something, or will you? Werden Sie, how? Wie? How are you? Wie geht's? Fine or well? Gut. I'm going. Ich fahre. I'm going on foot. Ich gehe. I'm going to or I will. Ich werde. I'm not going. Ich fahre nicht.
I'm not going on foot. Ich gehe nicht. I'm not going to, or I won't. Ich werde nicht. I'm doing well. Es geht mir gut. Now, here's a useful phrase in German. Ich bin. Ich bin. It means I am. Ich bin. So how would you say in German, I am here tomorrow? Ich bin morgen hier. Ich bin morgen hier. Now, in German, when you have more than one adverb, so in this sentence we have the word here and tomorrow, they're both adverbs, then you have to put them in a specific order. It always goes time words first and then place words last. That's why in German you have to say, I am tomorrow here. Ich bin morgen hier, rather than I am here tomorrow. Let's have a look at this in more detail. It's called the time, manner, place, word order rules. Words like here and tomorrow are called adverbs. There are three sorts of adverbs: adverbs of time, adverbs of manner, and adverbs of place. Time words say when something happened, manner words say how something happened, and place words say where something happened. When you have more than one adverb in a sentence in German, you have to put them in a specific order, and the order is always time, manner, place. This order is sometimes different to the order of the same words in English. For example, look at this sentence. Ich werde morgen mit dem Bus nach Berlin fahren. Ich werde morgen mit dem Bus nach Berlin fahren. In English, this means I will go to Berlin tomorrow by bus. But if you translated it word for word, it says I will tomorrow by bus to Berlin go. In English, we don't use this order. I will tomorrow by bus to Berlin go. In English, you say I will go to Berlin tomorrow by bus. And so the word order in German always goes time, manner, place. So the time word, morgen, goes in front of the manner word, which is mit dem Bus, that's how you got somewhere, and that goes in front of the place phrase, which is nach Berlin, meaning to Berlin. You might not always have all three types of adverbs in one sentence, but even if you only have two of them, you still follow the time, manner, place rule. For example, ich bin morgen hier. Ich bin morgen hier means I'm here tomorrow. But literally, it is I am tomorrow here, because tomorrow, or morgen, is the time word which goes first, and then here is the place word which goes second. So how would you say in German, are you going to Berlin tomorrow? Fahren Sie morgen nach Berlin? Fahren Sie morgen nach Berlin? And so literally in German you're saying, are you going tomorrow to Berlin? Because tomorrow is an adverb of time and Berlin is the place. And you always have to go time, manner, place. Ich bin Paul. Ich bin Paul. Or how would you say, I am Helen? Ich bin Helen. Ich bin Helen. How would you say, hello, I am Paul and I'd like a table for two, please? Hallo, ich bin Paul und ich möchte einen Tisch für zwei, bitte. Hallo, ich bin Paul und ich möchte einen Tisch für zwei, bitte. The phrase sind Sie means are you, sind Sie. So how would you ask in German, where are you?
Wo sind Sie? Wo sind Sie? Or how would you ask somebody, are you Maria? Sind Sie Maria? Sind Sie Maria? How would you ask, are you Paul? Sind Sie Paul? Sind Sie Paul? Now, remember in the last lesson, I told you that wie geht's means how are you? Well, you might be thinking that wie sind Sie can also mean how are you? Well, word for word, yes it does. Wie is how, and I've just said that sind Sie means are you. However, you would never use it to ask how somebody is feeling. Wie sind Sie is used to ask somebody what do you look like. Literally, how, in terms of eye color, hair color, personality, are you? So just remember that when you're asking somebody how they're feeling, use wie geht's, wie geht's, which means how are you, as in how are you feeling. Wie sind Sie means what do you look like. Now this next word, beschäftigt, beschäftigt, means busy. Beschäftigt. So how would you say in German, I am busy? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Or how would you say, I am very busy? Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Which means I am. Sind Sie, meaning are you, and beschäftigt, which means busy. So how would you say in German, I am too busy? Ich bin zu beschäftigt. Ich bin zu beschäftigt. Or how would you say, I am busy tomorrow? Ich bin morgen beschäftigt. Ich bin morgen beschäftigt. Or how would you say, are you busy? Sind Sie beschäftigt? Sind Sie beschäftigt? Now, we've already learned that there are three words that you can add to the question, wie geht's, depending on whom you're speaking to. You can add dir or euch or ihnen, depending on whether you're speaking to one person you know well, more than one person you know well, or people you don't know. Well, we've now learnt that sind Sie means are you, but there are two more ways. The one you use depends on whom you're speaking to. Bist du means are you, when you're talking to one person you know very well. Bist du. Seid ihr means are you, when you're talking to more than one person you know very well. Seid ihr. And sind Sie, well, we've already had this one, and this one means are you, when you're talking to one person or more than one person that you don't know very well. So it's a bit more polite. Sind Sie. So bist du, seid ihr, and sind Sie. So what are the three ways that you could ask somebody, are you busy? Bist du beschäftigt? Bist du beschäftigt? If you're speaking to one friend. Seid ihr beschäftigt? Seid ihr beschäftigt? If you're speaking to more than one friend. Or sind Sie beschäftigt? Sind Sie beschäftigt? If you're being a bit more polite. How would you say in German, it's busy?
Es ist beschäftigt. Es ist beschäftigt. Or how would you say, it isn't very busy? Es ist nicht sehr beschäftigt. Es ist nicht sehr beschäftigt. Sie hier. Es ist immer beschäftigt hier. Es ist immer beschäftigt hier. I am too busy tomorrow. Ich bin morgen zu beschäftigt. Ich bin morgen zu beschäftigt. How would you say, Paul is busy tomorrow? Paul ist morgen beschäftigt. Paul ist morgen beschäftigt. Here's another adjective that you can use with ich bin. Müde. Müde. It means tired. Müde. So how would you say in German, I am very tired? Ich bin sehr müde. Ich bin sehr müde. Or what are the three ways that you could ask, are you tired? Bist du müde? Or seid ihr müde? Or sind sie müde? How would you say Maria is too tired? Maria ist zu müde. Maria ist zu müde. I am always tired. Ich bin immer müde. Ich bin immer müde. Here's your next phrase in German. In Eile. In Eile. It means in a hurry. In Eile. So how would you say I am in a hurry? Ich bin in Eile. Ich bin in Eile. Are you in a hurry? Depending on whom you're speaking to, you could say, bist du in Eile? Seid ihr in Eile? Or sind sie in Eile? Er ist means he is. Er ist. So how would you say in German, he is here tomorrow? Er ist morgen hier. Er ist morgen hier. So you put the word tomorrow before the word here because tomorrow is an adverb of time and here is an adverb of place. And you always put adverbs in the order time, manner, place in German. How would you say he is too busy? Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. He is there. Er ist dort. Er ist dort. So er ist means he is. Well, this next phrase, sie ist, means she is. Sie ist. The word sie can mean you or she in German. And sie with a capital S means you, whereas sie with a lowercase s means she.
So, sie ist means she is. So how would you say in German, she is here tomorrow? Sie ist morgen hier. Sie ist morgen hier. Or how would you say, she is there? Sie ist dort. Sie ist dort. How would you say, he is busy? Er ist beschäftigt. Er ist beschäftigt. How would you say, she isn't very busy? Sie ist nicht sehr beschäftigt. Sie ist nicht sehr beschäftigt. How would you say in German, he is too tired? Er ist zu müde. Er ist zu müde. Sie ist müde. Sie ist müde. He is in a hurry. Er ist in Eile. Er ist in Eile. She is in a hurry. Sie ist in Eile. Sie ist in Eile. Martin is busy. Martin ist beschäftigt. Martin ist beschäftigt. Maria is busy. Maria ist beschäftigt. Maria ist beschäftigt. How would you say Paul is tired? Paul ist müde. Paul ist müde. Maria is very tired. Maria ist sehr müde. Maria ist sehr müde. Karl is in a hurry. Karl ist in Eile. Karl ist in Eile. So in this lesson so far we've had ich bin, which means I am. Bist du, seid ihr, or sind sie, all mean are you. Beschäftigt means busy. Müde means tired. In Eile means in a hurry. Er ist means he is, and sie ist means she is. Well, this next phrase is the opposite of ich bin. Ich bin nicht. Ich bin nicht means I'm not. So how would you say in German, I'm not here tomorrow? Ich bin morgen nicht hier. Ich bin morgen nicht hier. Now, the word nicht is an adverb, and in German,
the word nicht usually comes in front of all other adverbs, except for adverbs of time. So you always put nicht in front of every adverb except for the first adverbs, which are the adverbs of time. And so that's why in this sentence, nicht goes after morgen, but before here. Ich bin morgen nicht hier. I am not here tomorrow. Very tired. Sie ist sehr müde. Sie ist sehr müde. How would you say, she isn't in a hurry? Sie ist nicht in Eile. Sie ist nicht in Eile. He isn't busy. Er ist nicht beschäftigt. Er ist nicht beschäftigt. The phrase er ist, which means he is, can be flipped round to turn it into a question. Ist er means is he, ist er. In a similar way, sie ist means she is, whilst ist sie means is she. So how would you say in German, is he busy? Ist er beschäftigt? Ist er beschäftigt? Is she tired? Ist sie müde? Ist sie müde? How would you ask, is he Paul? Ist er Paul? Ist er Paul? Is he in a hurry? Ist er in Eile? Ist er in Eile? Is she there? Ist sie dort? Ist sie dort? Is he here tomorrow? Ist er morgen hier? Ist er morgen hier? Is she busy? Ist sie beschäftigt? Ist sie beschäftigt? Where is he? Wo ist er? Wo ist er? Where is she? Wo ist sie? Wo ist sie? So in this lesson we've learnt ich bin, which means I am. The three ways to say are you are bist du, seid ihr, or sind sie. Beschäftigt means busy. Müde means tired. In Eile means in a hurry. Er ist means he is. Sie ist means she is. Ich bin nicht means I'm not. Er ist nicht means he isn't. Sie ist nicht means she isn't. Ist er means is he. And ist sie means is she.
It's time now to practice what we've learnt in this lesson. How do you say in German, I'm here tomorrow? Ich bin morgen hier. Ich bin morgen hier. She is at the hotel. Sie ist im Hotel. Sie ist im Hotel. I'm at the hotel. Ich bin im Hotel. Ich bin im Hotel. I'm very tired. Ich bin sehr müde. Ich bin sehr müde. He's at the restaurant. Ist im Restaurant. Ist im Restaurant. He is too tired. Ist zu müde. Ist zu müde. Is she very busy tomorrow? Ist sie morgen sehr beschäftigt? Ist sie morgen sehr beschäftigt? He isn't tired, but he's in a hurry. Ist nicht müde, aber ist in Eile. Ist nicht müde, aber ist in Eile. I'm not going to the restaurant tonight, I'm too busy. Ich gehe heute Abend nicht ins Restaurant. Ich bin zu beschäftigt. Ich gehe heute Abend nicht ins Restaurant. Ich bin zu beschäftigt. Where is he? Wo ist er? Wo ist er? Sophia. Wo ist Sophia? Where is Sophia? Es ist sehr gut im Restaurant, aber ich bin zu müde. Es ist sehr gut im Restaurant, aber ich bin zu müde. It's very good at the restaurant, but I'm too tired. Ist beschäftigter. Ist beschäftigter. He is busier. Ist er heute sehr beschäftigt? Ist er heute sehr beschäftigt? Is he very busy today? Bist du am Strand? Bist du am Strand? Are you at the beach? Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. I'm not tired. Wie viel Uhr bist du morgen hier? Wie viel Uhr bist du morgen hier? What time are you here tomorrow? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier.
I'm not here. Sie ist nicht dort. Sie ist nicht dort. She isn't there. Nein, ich bin nicht müde, aber ich bin sehr beschäftigt. Nein, ich bin nicht müde, aber ich bin sehr beschäftigt. No, I'm not tired, but I'm very busy. Small car for two people, please. Ich möchte ein kleines Auto für zwei Personen bitte mieten. Ich möchte ein kleines Auto für zwei Personen bitte mieten. It's for her. Es ist für sie. Es ist für sie. How much is a table for three people? Wie viel kostet ein Tisch für drei Personen? Wie viel kostet ein Tisch für drei Personen? That is too small for me. Das ist zu klein für mich. Das ist zu klein für mich. Can I have a room for two people for three nights, please? Kann ich ein Zimmer für zwei Personen für drei Nächte bitte haben? Kann ich ein Zimmer für zwei Personen für drei Nächte bitte haben? I would like to make a reservation here for three people, please. Ich möchte eine Reservierung hier für drei Personen bitte vornehmen. Ich möchte eine Reservierung hier für drei Personen bitte vornehmen. I would like to go at 3:15. Ich möchte um 3:15 gehen. Ich möchte um 3:15 gehen. I think it's absolutely fantastic. Für mich ist es ganz fantastisch. Für mich ist es ganz fantastisch. I'm not going to have dinner at the restaurant this evening. Ich werde das Abendessen heute Abend nicht im Restaurant haben. Ich werde das Abendessen heute Abend nicht im Restaurant haben. Are you going to have a glass of wine? Werden Sie ein Glas Wein haben? Werden Sie ein Glas Wein haben? Ist das Frühstück morgen? Um wie viel Uhr ist das Frühstück morgen? What time is breakfast tomorrow? Mein Mittagessen ist ganz perfekt. Mein Mittagessen ist ganz perfekt.
My lunch is absolutely perfect. Wie geht's? Wie geht's? How are you? Kann ich zum Flughafen fahren? Kann ich zum Flughafen fahren? Can I go to the airport? Nehmen Sie die erste Straße links. Nehmen Sie die erste Straße links. Take the first road on the left. Wie viel kostet es für drei Nächte? Wie viel kostet es für drei Nächte? How much is it for three nights? Or how much does it cost for three nights? Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. It is very beautiful. Ich möchte zur Bäckerei gehen. Ich möchte zur Bäckerei gehen. I would like to go to the bakery. Es ist Viertel nach zehn. Es ist Viertel nach zehn. It is quarter past ten. Ich werde etwas Wein haben. Ich werde etwas Wein haben. I'm going to have some wine. Ich bin. I'm not. Ich bin nicht. Are you? Sind Sie? Busy. Beschäftigt. Tired. Müde. In a hurry. In Eile. He is or she is. Ist. Sie ist. He isn't or she isn't. Ist nicht. Sie ist nicht. Is he or is she? Ist ist sie? Now here's your first word for this lesson. Herr. Herr. It means Mr. Herr. So how would you say in German, hello, I'm Mr. Müller. Hallo, ich bin Herr Müller. Hallo. Ich bin Herr Müller. Where is Mr. Schmidt? Wo ist Herr Schmidt? Wo ist Herr Schmidt? Are you Mr. Schneider? Sind Sie Herr Schneider? Sind Sie Herr Schneider? Sticking with the same theme, here's your next word. Frau. Frau. It means Mrs. Frau. So how would you say in German, is she Mrs. Fischer? Ist sie Frau Fischer? Ist sie Frau Fischer? Where is Mrs. Weber?
ist Frau Weber? Wo ist Frau Weber? Hello, I'm Mrs. Meyer. Hallo, ich bin Frau Meyer. Hallo, ich bin Frau Meyer.